Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile, liebe Porsche-Freunde. Manchmal passieren so Momente, das ist ganz cool. Ich habe den gerade aus der Parklücke da hinten rausgefahren und mache ihn an und dann kommt irgendwie Falco mit Rock Me Amadeus im Radio. Weißt du, das fand ich jetzt gerade irgendwie cool, weißt du? Irgendwie. Guck mal, jetzt Falco, jetzt kommt Stefan Schulzer. Täglich grüßt das Murmeltier, ja, oder? Morgen allerseits. Das ist jetzt nicht gefaked, dass der kommt immer dann, wenn wir filmen. Ey. Das ist Stefan, mein, also wir haben, ne, wenn man aufbereiten, der Frühling kommt jetzt, dann ist er der Mann, der die Autos schick macht. Ne? Insofern einfach anrufen, Termin vereinbaren. Stefan, viel Spaß. So, wo war ich stehen geblieben? Bei Amadeus. Aber es interessiert ja gar keinen. Insofern, trotzdem war es cool. Also Leute, pass auf, hier steht ein richtig schöner, gepflegter, seriöser Porsche 997 Carrera, Baujahr 807, 91.000 Kilometer. Der Wagen ist checkheft gepflegt vom Porsche-Zentrum. Die letzte Inspektion war im August 21 bei 86.749.000 Kilometer, das heißt also vor 5.000 Kilometern. Und jetzt kommt das Schöne, das ist nämlich das, was ihn auch noch besonders macht. Der hat noch die Porsche-Approved-Garantie bis 21.08.22, weil bei der letzten Inspektion hat er dann nochmal Porsche-Approved gemacht. Top-Auto. Ja, Top-Auto. Also das ist der Wahnsinn. Das Auto ist super gepflegt. Ist ein Schalter, schwarz-schwarz, Schiebedach, steht top da. Und jetzt kommt der Wagen, ich habe es vorher durchgemessen, 100% Erstlack. Also der ist sowas von unfallfrei und nachlackierungsfrei wie irre. Da ist nichts lackiert an dem Auto. Also wirklich super. Der wurde in Wien erst zugelassen damals. Gibt ganz viele Porsche-Zentrum-Rechnungen hier in dem Ordner. Gibt natürlich die komplette Bordmappe und so weiter. Drei Besitzer, also der jetzige ist der dritte Besitzer plus Porsche-Zentrum, da war es ja damals als erstes gewesen. Schlüssel sind beide noch da, die Reifen sind auch nicht nagelneu, aber die Reifen sind aus 821, da hat er halt nochmal richtig Geld investiert, ich glaube es waren 7.000 Euro oder so. Ich packe das weg, da kann ich das auch an. Also, es gibt manchmal so Autos, da stimmt einfach alles. Der riecht gut, wenn du dich reinsetzt, da ist alles, nichts abgenutzt, nichts runtergerockt. Also, sehr, sehr hübsches. Hier habe ich gestern noch lackiert, hier, die ist auch cool. Ne? Also, wir machen ja immer so, wenn wir Autos haben, dann habe ich ja auch noch einen Mechaniker hier, der hier so einen 450-Euro-Job hat und immer ab und zu mal hierher kommt und mal, also guckt sich immer alle Autos durch, die wir haben. Es gibt dann so eine Checkliste, was gemacht werden muss und so weiter und so fort. Da hat er tatsächlich hier auch was entdeckt, das zeige ich gleich. Wir gucken uns hier gleich nochmal von unten an, weil er von unten so schön ist. Hat er an einem so einem Schlauch, also das muss jetzt ganz frisch sein, weil so Porsche hätte es sonst auch gesehen, wenn sie die approved machen. Aber da kommt, machen wir noch einen Schlauch neu, weil da so ein bisschen, so ein Kühlwasserschlauch, ein bisschen, sieht man so ein bisschen Feuchtigkeit. Wird auf jeden Fall noch gemacht. Und dann habe ich halt gestern zu ihm gesagt, ich sage, Kashi, mach mal hier, die mir gefällt immer nicht, wenn diese Schrauben so verhunzt sind. Ja? Und dann haben wir immer einen Karton mit ganz vielen Löchern drin und dann stellen wir die rauf und dann sprühen wir die einmal schön an und dann sehen die viel schöner aus, finde ich. Und das haben wir jetzt gestern hier auch noch, weil die Fotos sind noch mit anderen Schrauben. Und jetzt, jetzt ist er schick, schick, schick. Also ist noch nicht aufbereitet, aber er ist zumindest gewaschen. Oh ja, wenn das, naja, egal, kann man dann noch gucken. Gibt nichts an dem Auto, was, da ist keine Beule, da ist kein Kratzer. Die Gläser sehen ordentlich aus, die Scheiben sehen ordentlich aus, der Motor sieht ordentlich aus, wenn man bei Zeilen. Hier, guck mal, so sieht der Motor aus, also auch alles so, wie es sein soll, würde ich sagen. Schiebedach, ich finde es ja immer schön zu haben. Also viele sagen, ich will kein Schiebedach und keine Heckscheibe. Die Kombination, also Heckscheibe brauche ich tatsächlich auch nicht bei einem Porsche. Das ist einfach, habe ich, glaube ich, noch nie angemacht. Ich habe gerne ein Schiebedach, kann man mal aufmachen manchmal. Ist halt hier da. Diese Kombination finde ich am besten. Kein Heckscheibenwischer und ein Schiebedach. Cool. Thomas, wir gucken nach vorne rein. Hier auch. Alles.
Also, Wahnsinn. Echt ein schönes Auto. Und da, klar, die Haube hat so ein paar Steinschläge, ne? So. Weil, logisch, gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Macht man die Haube neu. Also Porsche macht das ja auch bei, wenn sie Gebrauchtwagen verkaufen, dann machen sie immer, also wenn, ich weiß gar nicht, ob noch solche alten Autos bei Porsche, wenn dann so jetzt ein 991 kommt oder so, ja, kommt zurück, wird wieder verkauft von den Jungs bei Porsche, dann machen die ganz oft die Hauben wieder schick, weil klar, so Steinschläge sieht ja nicht so toll aus. Aber da sind ganz oft Hauben lackiert. Also wenn man ein Auto kauft, wenn jemand ein Auto kauft und nur die Haube ist lackiert, ist nicht schlimm. Dann war der wahrscheinlich mal bei Porsche irgendwann und wurde mal neu gemacht. So, hier geht es eigentlich so weiter, wie das ganze Auto aussieht, nämlich top gepflegt. Ja? So. Nichts zerkratzt, nichts, keine Gummis kaputt oder so. Also alles wirklich schick. Es gibt manchmal so Autos, da gibt es dann so, wieso ist das jetzt so und warum ist das so? Und dann habe ich tatsächlich letztens auch ein Auto wieder weggegeben, was ich hier verkaufen sollte, bevor es überhaupt ins Netz kam, weil da waren so viele Ungereimtheiten, das hat mir nicht gefallen, das wollte ich nicht. Und habe dann dem Eigentümer gesagt, pass auf, das mach mal lieber selber, ich mach das nicht. Ne? So. Der hier ist genau das Gegenteil. Der ist sauber, ehrlich, anständig und von innen sieht er genauso aus wie von außen. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Ne? Also die Sitze sind, das ist halt, der hat 91.000 Kilometer und genau so sehen auch die Sitze aus. Weil manchmal werden mir Autos angeboten, die haben dann, ja, der hat 30.000 runter. Oder ist das hier voll weg, also entweder haben die aus den 80er Jahren noch Strassgürtel an, um ihre Hosen und verkratzen die. Kennst du die noch, die Dinger da? Ja. Hast du auch umgehakt? Nee, du? Ich ja, tatsächlich. Und dann schön hinten lang, vorne kurz, Dauerwelle und so, weißt du, voll. Und dann die geilen Glitzergürtel. Und dann auf der Tanzfläche, sag ich dir, wie so ein großer. Herrlich war es, langes her. Cool, Schalter, habe ich schon gesagt, hier nichts, alles ordentlich, alles schick. 91.592.000 Kilometer. Ich fahre den jetzt und wenn jemand noch so ein Auto in der Garage hat, ich sage es ja immer wieder bei meinen Videos, das muss ich natürlich auch, ich brauche ja Autos, deswegen erzähle ich das immer gerne. Also wenn irgendjemand ein altes Auto hat, was er verkaufen will, schickt mir mal eine E-Mail, ruft mich an, gucken wir. Ich kann man unkompliziert und schnell und einfach ein Auto verkaufen. Cool. Heute kaufe ich ein Auto vom Tierschutzverein. Die haben einen Porsche geerbt. Auch cool, ne? Gucken wir mal, was da auf mich zukommt. Habe ich blind gekauft. 69er Baujahr. Das könnte was Spannendes werden, sage ich euch. Cool. Aber dazu später. Ich würde sagen, Thomas, was fahren wir, ne? Oder? Wir fahren. Wolltest du noch was sagen? Nö. Ich würde sagen, alles gesagt, echt, es ist alles genauso, wie ich es beschrieben habe. Ich kenne das Auto ja auch, insofern alles gut. Cool, ich fahre ihn jetzt mal auf die Bühne weg, gucken uns den jetzt auch nochmal von unten an, weil wir gerade Platz auf der Bühne haben und so, das machen wir jetzt mal schnell, ja? Super, bis gleich. So, Thomas, jetzt unterm Auto, ich versuche jetzt mal ohne Axel unterm Auto zu brillieren, ja, so, ich habe ja gern meinen Freund Axel von Wittersdorf dabei, der dann nochmal so ein bisschen mehr ins Detail geht. Aber so ein bisschen was kann ich halt auch erzählen. Und klar, der hat eine Porsche Approved Garantie. Das heißt eigentlich schon, man braucht sich gar keine Gedanken mehr machen, habe ich ja vorhin schon gesagt.
Und genauso sieht es aber hier auch aus. Hier ist es total trocken, da kommt nirgendwo irgendwas raus. Ja. Wichtig ist immer hier, Auspufftöpfe hier sehen gut aus, sind nicht verrottet. Hier, das alles gut, wenn, hätte ja nicht diese Garantie, wenn es nicht alles schick wäre. Ja. Also das sieht wirklich total ordentlich aus von unten. Hier Querlenker mit neu, sehe ich hier gerade. Neue Querlenker hat er gekriegt. Hier zu sehen. Ne? Und der ganze Unterboden wirkt einfach echt cool. Aber was trotzdem, was mein Freund, also ich habe ja auch einen Mechaniker hier. Der hier immer mal kommt und ein bisschen hier arbeitet. Und hier ist hier kann ich mal zeigen. Guck mal, ich mache jetzt hier mal. Hat er nämlich gestern gesehen und da ich ja immer ordentliche Autos versuche zu verkaufen, mache ich das natürlich noch. Hier ist ein bisschen Wasser am unteren Schlauch. Da muss der Schlauch wird nochmal gewechselt. Ja, siehst du das da? Kann man das erkennen? Wenn man da so reinhält, bisschen. Ist auch egal. Also da ist auf jeden Fall, der ist ein bisschen feucht, also Wasser läuft, Wasser, Kühlwasser längs. Das machen wir natürlich noch. Und ohne Spaß. Wer ein seriöses, gepflegten Porsche sucht, ein seriöses Auto wollte ich sagen, also einen gepflegten, ordentlichen Wagen mit Porsche-Proof-Garantie noch bis, was habe ich vorhin gesagt? Ich habe es vergessen. Noch ein paar Monate. Danach geht es nicht mehr, dann ist er zu alt, aber das heißt ja einfach, dass das Auto tipptopp ist, ja, und dann mit dem Checkheft und gerade letzte Inspektion im August 21. Also ganz ehrlich, kaufen, Spaß haben, alles super. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und Grüße aus Hamburg in die weite Welt und ich freue mich auf einen Besuch hier in meiner Halle und wenn man mal vorbeikommt, gibt immer was zu sehen, was man noch nicht im Netz sieht. Also insofern, alles gut. Und meine Videos, wie gesagt, gern bei YouTube abonnieren. Freue ich mich über jeden neuen Abonnenten, den wir uns erkämpfen hier. Und Gott sei Dank melden sich nicht so viele ab. Das ist ganz gut. Dann werden es immer mehr. Thomas, weil du so gut filmst. Danke, tschüss.